Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal gehen in diesem Video um das Thema Kaltakquise. Also, wie kann ich in der Kaltakquise vorgehen und wenn ich stark wachsen möchte, bleibt nichts anderes übrig, als Kaltakquise zu machen. Jetzt magst du vielleicht denken, es geht auch ohne Kaltakquise. Ich kann ja Werbeanzeigen schalten, ich kann ja Briefe verschicken, offline, also quasi oldschool, ich kann Events organisieren, ich kann E-Mails verschicken, kalte E-Mails und so weiter. Also super Reports machen, White Paper, die zur Verfügung stellen auf der Webseite und ja, und so weiter und so fort. Ja, aber wenn du jetzt einen super Report machst, den zur Verfügung stellst auf der Webseite zum Download, wie bekommst du Leute auf die Webseite? Ja, durch Werbeanzeigen schalten. Okay, was genau sind Werbeanzeigen schalten? Gibt nur zwei Möglichkeiten. Intrinsisch motivierte Webseitenbesucher, die kommen über Google. Das heißt, sie haben schon ein Problem, sie sind schon im Vergleichsmodus. Zweite Möglichkeit, Leute, die sich ihrem Problem noch gar nicht so richtig bewusst sind, beziehungsweise so an der Schwelle sind, Problembewusstsein hin zu Lösungsbewusstsein. Ja, über Push-Werbung. Das heißt, LinkedIn, Werbeanzeigen und Facebook-Werbeanzeigen, Instagram und so weiter. Und das, meine Damen und Herren, ist ebenfalls Kaltakquise, ganz einfach, ja. Also jemanden mein Logo einzublenden, meine Lösung, mein White Paper etc., you name it, der mich noch nie gesehen hat, mich nicht kennt, nicht weiß, was ich tue. Ja, das ist das Gleiche, als wenn ich den gleich direkt anrufen würde, wenn ich seine Telefonnummer versuche rauszubekommen oder über die Zentrale etc. pp. Also das typische Telefonakquise-Kaltakquise-Thema. Und hier ganz konkret möchte ich mal ein Teilthema von diesem Kaltakquise-Thema rauspicken, was ich letztes Jahr erleben durfte beim sehr großen Kunden. Und da habe ich kurzfristig mal unterstützen dürfen. Und dort wurde ich auch mehrfach gefragt: Ja, Thomas, bitte zeig, evaluier mal ein bisschen unsere Vertriebsprozesse und so weiter und so weiter. Und da hieß es dann: Ja, wir haben hier zum Beispiel eine neue Vertrieblerin eingestellt und die kam von einem Hersteller, E-Shop-Softwarehersteller und die hat ein sehr gutes Paket, ja. Das heißt, das ist eine neue Vertrieblerin jetzt hat bei uns, Account Manager oder ähnliches oder Sales Manager hießen die da alles, genau. Und die kann nicht nur Vertrieb, sondern die kann auch die hat ein sehr gut grafisches Background, ja, die kannten sehr gut unsere ganzen veralteten Präsentationen und die hatten tatsächlich sehr viel veraltete Präsentationen, riesiger Bauchladen, war eine sehr große Firma und da ging es ihnen darum, einen Vertriebler einzustellen, der halt auch diese ganze Präsentation konsolidieren kann, überarbeiten kann und auch grafisch ein bisschen aufhübschen kann und so weiter und das ist alles schön und gut. Nur eine Sache, die ich jetzt hier ganz gerne mal ansprechen möchte, ist ja, im Direct Marketing, ja, in der Kaltakquise letztendlich, wenn du stark wachsen willst und abgesehen von deinem Bestandskundenumfeld oder sagen wir Empfehlungsmarketing-Umfeld, Tippgeber-Umfeld, Partnerschaftsumfeld, wo du halt immer mal wieder was rübergeschmissen bekommst, wenn du eben darüber hinaus, über den Tellerrand hinaus Akquise machen möchtest, ja, dann ist eine Regel, ja, wirklich, wirklich wichtig zu verstehen. Und zwar das Folgendes: Der Umsatz, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Okay, gut. Der Umsatz in, Moment, warum ist diese komische Farbe hier? Moment, ich muss mal hier ganz kurz. Ich habe das erst vor kurzem gekauft, dieses Board. Ich bin echt noch etwas ungeübt. Der Umsatz in der. Okay. Ja, okay, alles klar. Der Umsatz, ich mache das mal mit der Maus, alles klar. Der Umsatz in der Kaltakquise, so. Oh
Oh mein Gott, mit der Maus geht das jetzt gar nicht, oder was? Nee, geht gar nicht. Okay. Aber gut. Also dieses Zeichenbrett hier, ich gebe es mal kurz in die Kamera, habe ich 39 € für bezahlt. Ich dachte, das wäre jetzt super geil. Garomon, ja. Komme da nicht wirklich mit zurecht, weil mein Bildschirm ist riesengroß. Und dann mache ich da, das ist das, irgendwie muss ich das einstellen. Keine Ahnung, für dieses ganze Gedöns habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock und keine Zeit. Ja, egal. Auf jeden Fall, der Umsatz in der Kaltakquise, jetzt mache ich einfach das Ganze so, ohne in der Kaltakquise liegt, ja, liegt im Telefonieren, in der Telefonakquise. So, ich hoffe, man kann es lesen. Sorry für das Ganze hier mit dieser Schrift. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und zwar, so, so, und zwar, ich kann dir eins versprechen, 99%, ja, der E-Mails zum Beispiel, ja, die du verschickst, mit Anhang, White Paper, Reports, ja, schöne Präsentationen im Anhang, da die da, 99% der E-Mails. Ich würde sagen, ungefähr 85%, wir haben das mal gemessen, sagen wir mal bei 100 Downloads, 85 bis 90% der Downloads. Und ich war selber überrascht, werden nicht gelesen. Ja, die werden vielleicht downgeloadet, aber die werden gar nicht gelesen. Ja, nicht gelesen. Das heißt, ich mache das genauso, wir arbeiten da genauso auch mit unseren Kunden, dass wir sagen, ja, wenn wir einen Auftrag haben, hier Kaltakquise zu machen über das Telefon, verschicken wir natürlich immer diese gewünschten, die dann teilweise auch gewünscht sind. Ja, schicken Sie mal das und das und das. Aber 9 von 10. Selbst wenn wir mit denen bereits telefoniert haben, 9 von 10 Personen, wenn wir dann nochmal anrufen und sagen, haben Sie es gelesen, sagen die nein. Oder sie sagen, ja, aber dann fragst du nochmal nach und dann sagen die, ja, gut, so genau habe ich es dann doch nicht gelesen, ja, also könnten Sie es mir nochmal schicken, bitte, oder so, ja, oder sie finden es gar nicht mehr. Kurzum, long story short, ich kann dir eines sagen aus Erfahrung, bitte. Ich mache hunderte von Gesprächen, tausende von Gesprächen im Jahr. Und auch E-Mails-Versendungen und Versendungen von White Papers und so weiter und Follow-ups. Ja, und das Wichtigste, ja, also der Umsatz, der liegt im Telefonieren, ja, im Telefongespräch und nicht in dem Anhang, in dem White Paper und so weiter, egal wie gut er ist, weil in den häufigeren Fällen überhaupt nicht gelesen wird. Wenn du dann natürlich weiter bist, du hast den ersten Sales Call gemacht oder den ersten Qualifizierungscall über Teams und so weiter. Und dann geht es ans Eingemachte, ganz konkret, ja, in die Anforderungen rein und so weiter, ne? Und du erstellst dann vielleicht irgendwie ein Dokument, was so mal eine Analyse der Potenzialworkshop sozusagen anbietet, ja, wo man dann so mal zwar ein, zwei Tage, der vielleicht bezahlt ist, sogar für 4.000 Euro. Ja, der wird dann natürlich schon gelesen, ist ja klar. Ja? Das Commitment ist ein ganz anderes. Und insbesondere wenn es ein bezahlter Workshop ist, ja, dann sind wir aber schon ein, zwei, vielleicht sogar drei Schritte weiter. Wir reden hier noch ganz am Anfang an der Kaltakquise. Da haben die Leute, ich weiß manchmal nicht, gar nicht warum eigentlich, ja, aber die Leute lesen das Zeug einfach nicht. Die haben einfach nicht den Nerv, die Zeit. Es ist anstrengend. Leute sind unheimlich bequem, ja, und alles, was ein bisschen Energie kostet, wird tunlichst vermieden. Selbst wenn da in dem White Paper die absolute geile Lösung drin stehen würde, es wird einfach nicht gelesen. Und deswegen meine Bitte an dich, wenn du quasi Vertriebler einkaufst oder irgendwie anstellst oder auch extern Aufträge vergibst, so wie an mich, dann wirklich der absolut für Kaltakquise, meine ich jetzt, oder Neukundengewinnung generell, der absolut wichtigste Skill ist die Telefonakquise, also der telefonische Skill. Und in Kombination natürlich mit Werbeanzeigen,
wenn da je nach Nische, Branche, Zielgruppe und so weiter muss man genauer hinschauen. Das kann schon auch sehr gut funktionieren. Aber beides ist im Grunde genommen Kaltakquise. Ja? Das, was du letztendlich am Telefon machst, kalt, ist letztendlich das, was du in der Werbeanzeige versuchst, Interesse zu generieren. Ja, also quasi die Zielgruppe, die noch nicht wirklich im Produkt, im Lösungsbewusstsein wirklich drinnen sind oder noch nicht mal im Problembewusstsein, die quasi wachzurütteln und zu sagen, hallo hier, ja, ich suggeriere, du bist meine Zielgruppe und daher suggeriere ich, dass du dieses und jenes Problem hast. By the way, dafür gibt es auch eine Lösung und so weiter. Ne? Man kann es natürlich dann in mehreren Werbeanzeigen dann staffeln, ne, dass man zuerst auf das Problem hinweist, dann die nächste Werbeanzeige, dann trackt man natürlich über ein Pixel, ja, über das Cookie und dann die nächste Werbeanzeige kommt dann, ja, und das könnte die Lösung sein. Ja, wenn geklickt wurde, natürlich kann man alles messen und so weiter. Ja? Aber letztendlich machst du das Gleiche genauso offline, ja, über die gute alte Telefonakquise. Also beides ist Kaltakquise, ja. Und von daher auch erlaubt, ja, nur mal so nebenbei. Und somit wollte ich jetzt hier einfach mal sagen, weil einfach da letztes Jahr hatte ich ein bisschen das Gefühl, da hat man ein bisschen zu viel Wert gelegt auf das, wie schaut jetzt genau diese White Papers aus und so weiter. Klar, man sollte gute Dokumente haben, White Paper und alles drum und dran, überhaupt keine Frage. Aber die Statistik, ja, die Zahlen, Daten, Fakten sagen, in häufigen Fällen wird das Ding gar nicht gelesen. Und im Umkehrschluss noch ganz kurz als Insider-Tipp: Bei uns in der telefonischen Kaltakquise, wir nutzen das häufig auch als Einstieg und sagen, ich habe Ihnen doch das und das geschickt und so weiter. Und das funktioniert häufig sogar, obwohl man gar nichts geschickt hat. Weil es eben so ist, dass die Leute sich den ganzen Kram eigentlich gar nicht mehr den Nerv, die Zeit oder die Energie haben, sich all diesen Content reinzuziehen. Und wir leben einfach in einer über Content überfluteten Welt. Ja, und von daher, direkte Ansprache ist das, was einfach nach wie vor im B2B Enterprise ganz besonders funktioniert. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und Daumen hoch und lass mir einen Kommentar da. Bye, bye.